What's up, YouTube? Ich habe gedacht, ich nehme mich hier mit, denn heute geht's für ein paar Tage mit einer gewissen Person. Die holen wir heute Mittag ab. Wohin? Herzlich willkommen in einem neuen Vlog. Ich würde sagen, let's start a day, let's win a day. Ihr habt die Uhrzeit gesehen. Wir gehen jetzt erstmal vorher mein Cardio-Mardio machen. Heißt, Morning-Routine rein, Tee machen und dann sehen wir uns gleich im Gym. Let's go. Ja, wie home with your mother. Immer wieder. So, Friends, aber bevor wir starten, erstmal aufs Klöchen. So, meine Freunde, wir sind auf der Trainings. Jetzt steht erstmal mein Fasted Cardio an. Wir ballern uns erstmal davor. Meine Shredded-Kombi. Zwar, ihr wisst, ihr kennt Hellburner. Hiervon 3 Cups, Leute. Einfach beste Fettburner. Und ihr wisst, ihr kennt mit dem Code Chris10 spart ihr immer den besten Deal. Und von dem Slimferno gibt es jetzt hier ein Scoop in die Bottle, Bottle Shaker Maker, ihr wisst Bescheid. Und dann heißt es, geht's, ab geht's. Wir müssen uns heute beeilen, später steht noch Training an. Also, nicht lang schnacken, let's motherfucking go. So, meine Lieben, wir sind jetzt fleißig schon am Cardio-Mardi machen. Wie gesagt, heute ein bisschen keine Morning-Routine abgefilmt, aber ihr kennt es ja von den Vlogs davor. Falls ihr einen das nicht gesehen habt, wo neu hier auf dem Channel ist, checkt ihn eben ab. Und ja, wie gesagt, wir machen jetzt hier ein bisschen Cardio-Mardio, halbe Stunde heute, dann geht's Bauch, dann steht ein geiles Training an und dann wird jemand abgeholt und dann geht's ab in den Urlaub. Vielleicht geht's da noch mal trainieren, deswegen stay tuned, Freunde, bleibt am Ball und ich melde mich gleich wieder, wenn ich mit Cardio fertig bin. Ich bin am Arsch. Friend, jetzt gibt es mein Bauchtraining. Aber davor gönne ich mir jetzt erstmal nochmal. Leute, ich stehe auf das Zeug. Hier unser Slimferno. Nochmal, ich habe jetzt hier ein bisschen Tee reingefüllt. Und einfach für den Geschmack her. Richtig geil mit ein paar EAs. Geil für die Fettoxidation, Fettverbrennung und Fettstoffwechsel. Das Baby hier nochmal den zweiten Scoop. Gibt es bei mir aktuell bis zu 3-mal täglich. Friends, zum zweiten Mal erstmal aufs Klo. So, meine Freunde, ich war jetzt kurz Brust, Trizeps aus dem Leben, bevor es gleich beim Spiel am Bahnhof geht. Heute Epic Pump Unlimited Edition, Leute, richtig, richtig geil. Ihr wisst, wir haben hier oben im Deckel unser flüssiges Glycerol versteckt. Richtig geil vom Pump. Davon gibt es dann gleich ein Scoop. Aber als erstes gibt es das Pulver, das ist hier versteckt. Und da scoop ich jetzt erstmal einen deftigen Scoop in die Fräse. Jetzt gibt es hier, heute verschlucke ich mich halber, flüssige Glycerol. Das Beste, was ihr machen könnt, für einen geilen Pump. Ich würde sagen, davon gönnen wir uns einen Scoop. Sind wir optimal abgedeckt. Zack, rein damit. Runde damit. Wir sehen uns gleich in der Trainingsfläche. Let's go. Hoy el mundo y Beto. Aquí el nuevo son. La super buena. ¿Para quién? One more time. La super buena.
meine Freunde, ich warte jetzt noch hier aufs Solimoli und dann sehen wir uns gleich in der Umkleide. Leute, ich bin so flach. Am besten, weil ich nicht geschlafen habe, aber schauen wir trotzdem mal später die Form an und dann können wir gucken, was so geht. Aber ich freue mich echt auf die paar Tage. Einfach ein bisschen abschalten. Franz ist the Brown, X the Frown. Deswegen bin ich seit 8 Jahren Single, Leute. What's up, YouTube? Leute, Solimoli ist dann. Jetzt geht's ohne die Dusche, Leute. Ich fühle mich richtig, richtig, richtig flach. Scheiße. Leute, ich habe noch nichts gegessen. Ihr habt gesehen, dass was drin ist. Und gegessen wird das heute Abend, weil ich jeden Spiel noch einkaufen. Let's go. So, Freunde, kleiner Check. So Leute, ich war jetzt gerade duschen, ihr müsst jetzt gerade ein neues Paar vom Einblick gesehen haben. Also Leute, einfach richtig, richtig flach und dünn. Jetzt heißt es kurz Haare füllen, richten tue ich mich nicht. Ich setze einfach später eine Cappe auf oder es wird mich dann wie so ein Justin Bieber. Und dann geht's raus ins Auto und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Let's go. So meine Freunde, ich bin jetzt im Auto. Jetzt geht's noch kurz zum Olli. Protein holen, weil ich habe kein Protein. Und und dann geht's noch kurz zur Bank und dann geht's zum Bahnhof. Dieses Mitfahr abholen. Eins, alles ist am Start. Wir waren jetzt beim Olli, haben noch ein bisschen paar Sachen geholt. Bevor es jetzt gleich losgeht, jetzt heißt es auf geht's zum Heilbronner Hauptbahnhof und das Girl abholen. Let's go! So Leute, die Sonne scheint mir in die Fräsen. Guck mal, wen wir hier haben. Hola, was geht's? Hallo. Ja, bei dir? Ja, Leute, ihr könnt gespannt sein. Wir kommen jetzt erstmal an und dann auf geht's, ab geht's. So, Anni hat das Steuer übernommen. Wird das was? Oder kommen wir an? Leute, wir stehen gerade einfach im Stau und müssen mal anklicken. Leute. Es geht wirklich super toll los. Es geht gerade perfekt, Anni. Leute. Oh Gott, ey. Ich bin gespannt sein, wie es ist. Wenn wir ankommen, dann mache ich auch drei Kreuze. So, meine Freunde, wir sind schon mal in dem Kaff, wo wir das haben. Und ja, ich würde einfach sagen, wir kommen jetzt erstmal an, tun das alles einrichten und dann geht es später, weil wir gehen erst einkaufen. Eine Roomtour, würde ich sagen, oder? Gibt es eine Roomtour? Naja. Machen wir eine Roomtour. Und dann zeigen wir euch alles und dann wird es ein geiler Tag, Leute. Herzlich willkommen hier in unserer Hut. Anni, bist du zufrieden? Dass ich die bleibe für die nächsten 3 Tage. Ja, perfekt. Ich zeig jetzt mal ab. Ihr seht es auch zum ersten Mal. Ihr seht mich jetzt zum ersten Mal. Erstmal Entschuldigung, dass ich oben frei bin, aber es steht dezent warm. Jo. Und hat 40 Grad. Wir checken jetzt mal das Ganze ab. Und ich würde sagen, let's go. Also hier haben wir unsere weltbekannte Küche. Da wird später unser schöner Reis gemacht. Vielleicht geht es zu Kininis, aber wir machen erstmal die Tür zu, weil wir wollen keine fremden Leute hier drin haben. Hier geht es dann später an, das zeigen wir euch alles, wenn gekocht wird. Wir zeigen euch, wie ein Herd funktioniert. Hä? Wir zeigen euch, wie ein Herd funktioniert. Die Maschine, alles am Start. Und dann haben wir hier, das zeigen wir euch später, Kühlschrank, Mikro, dies, das, Ananas, alles auch am Start. Hier können wir uns dann später Abendessen. Ja, du bist drauf. Dann hier. Ja, Pflanze, Mülleimer, alles was man braucht, würde ich mal sagen. Ne? Dann geht es hier weiter, ich habe noch keine Ahnung, ich sehe es auch zum ersten Mal. Ah, hier haben wir das Bad und die Spülmaschine. Eine Spülmaschine, eine Waschmaschine. Kurz flexen, ist okay. Was machen wir da, was gibt es da hinten? Ja, da ist wahrscheinlich noch eine Dusche. Dusche ist auch im Schrauch. Ja. Zufrieden? Ja, perfekt. Das ist optimal, ich gebe noch ein paar Schlafzimmer. Ja, das gibt's schon. Schlafzimmer, Freunde, Freunde. Steht's jetzt warm hier drin? Wir müssen jetzt erstmal chillen. Das ist klein, aber nicht gut. Das war schon der Raum. Das war schon. Ich bin auf den Abstieg gekommen.
Aber ja, ich würde sagen, schmeißt erstmal unsere Sache alles rein, oder? Ja. Und dann, Leute, fett und glücklich. Ja, das sind Gegenslicht, aber ja doch. Und dann würde ich sagen, schalten wir später wieder ein, weil wir müssen noch einkaufen gehen. Anni geht noch trainieren, ich gehe noch chillen und dann wird gefoodet, was es heute Abend zum Fooden gibt. Sollen wir schon verraten? Nee. Das wissen wir selber noch nicht. Das wissen wir selber nicht und ich würde sagen, wir legen uns erstmal hier ein und dann schalten wir wieder ein. So, Freunde, ich sehe aus wie eine Missgeburt, aber ey, geht jetzt. Anni macht das Training. Nein, jetzt Rücken. Und Kissy macht Chili-Mili auf Ding und versorgt dich mit Instagram-Content. Weil ich sehe einfach so richtig lost aus. Und ja, sagen, sehen wir uns im Gym, oder? Let's go. Erzähl mal. Nee, das nehmen wir alles mit auf. Okay. Also wir sind jetzt hier am, warte mal, am Gardasee sind wir jetzt hier. Gefühlt. Genau. Warte, rechts und links. Gib dich das mal, wie das aussieht. Ja, richtig schön. Also richtig Urlaub. Ne? Mega nice, jetzt noch das geile Wetter, Leute, also besser kann es echt nicht sein. Das Problem war unser 20 Kilo schwerer Koffer, ja, im dritten Stock. Das war nicht so geil. Aber der Ehrenmann von hier hat uns geholfen. Weil hier ganz klassisch altdeutsche Mülltonnen. Alt. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los. So, meine Freunde, wir sind jetzt, ihr habt gerade die Wohnung gesehen. Und wie es bei uns aussieht, wir sind jetzt einkaufen. Ich brauche noch ein Haarspray. Dann habe ich eigentlich alles, dann gehen wir gleich noch zum Aldi, holen da noch kurz ein paar Eiers, die snack ich, während dem Anni trainieren geht. Und dann würde ich sagen, komm alles. So Anni, freust du dich schon aufs Training? Mhm. Was snackst du dir, dass die Leute mal wissen, was dir als Pre-Workout gibt für die nächste Olympia-Athletin? Also dein Bizeps kommt gerade richtig Was? Dein Bizeps. Hey, wo gehen wir jetzt hin? Ins Gym. Ins Gym? In welches Gym? Get Fit Herbal Time. Leute. Empfehlung geht raus, obwohl wir noch nicht da waren. Aber checkt es auf jeden Fall ab. Freunde, wir sind angekommen hier im Gym. Und jetzt geht's erstmal. Anni macht jetzt gleich ihr Training. Oder? Hast du Bock? Sieht geil aus, gell? Wir zeigen es euch später mal, aber wir snacken erstmal. Hier gibt's mein erstes Meal heute. Ihr habt gesehen, was es bis jetzt gab. Leute, hier 12 Eiklar, 2 Gurken, ein bisschen Linsenwaffeln. Ach, Linsenwaffeln mitgenommen. Ja, das sind die da, oder? Geil. Linsenwaffeln und sag den Leuten mal, was es noch gibt. Achso, es gibt bei mir jetzt noch ein bisschen Chicken to go und ein paar Maiswaffeln. Und ich snack noch hier ein paar Gurken, Alter. Friends! Anni, war das Training? Richtig geil. Hunger ist am Start. Und deswegen tun wir jetzt erstmal Fett reinladen für morgen, weil wir brauchen die Energie, weil wir gehen erst trainieren und dann geht's wohin? Soll man sagen? Nein, sag ich nicht. Sag mal, ob ich langfahre. Rechts. Da ist dann Aldi und links ist dann Lidl. Und super, Rewe. Alles muss man brauchen. Leute, ich bin deutsche Navi, Alter. Abbiegen. Bitte biegen Sie links ab. Friends, der unterernährte Chris. Mehr jetzt nicht zum Dietzen. Ich zeig dir jetzt mal, was sie hier snacken. Gibt's jetzt hier meine Eiers? Anni, was gibt's bei dir? Ich esse alles. Was hier ist alles wild durch hier, Alter. Also zack, Reis, zack, zack. Keine Ahnung. Tomaten, Haarspray, alles. Am Start. Anni, was gibt's da, mein Essen? Das ist, ja, ganz spektakulär. Typisch Bodybuilder. Chicken mit Reis. Mit ganz bisschen Reis. Halbes Kilo Reis. Schmeckt, ja, oder? Mal gespannt, Alter. Mit Ketchup. Also ganz klassisch. Let's go. So, jetzt gibt's hier erstmal von Anni frisch gekocht Ketchup. Fleisch, richtig ehrenvoll, Alter, ohne Witz. Und hier geile Reis, bisschen Hähnchen und da ist von den Eiern. Und bei dir gibt's? Weiß ich noch nicht. Alles, was da steht, ich bin alles. Leute, das schmeckt so geil, ich hab so ewig kein Fleisch mehr gegessen. So geil. Ich vernichte das. Ein paar Gurken und dann. So, jetzt gibt es das nächste Meal. Leute, ich fühle mich gerade hier im Himmel, habe ich gerade schon gesagt. Dann haben wir hier Reis, Zimt und Sauce sieht aus, Leute. Das kennst du dir da?
Und für mich gibt's, Leute, Portion Nummer 3. Same shit. Weil die steht drauf. Reis, Beeren. Ich glaube, morgen bin ich full im Training. Oder was sagst du? Ja, ich würde richtig gerne morgen trainieren. Ich überlege mir, ob ich jetzt später noch beim Asiaten nebendran noch ein bisschen Reis holen soll. Denkst du, der macht das? Safe. Und niemals ohne mein Ziel. Ich schließe die Tür des Apartments, wenn die Party komplett ist.